Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kumpanen und Kumpaninnen. Sag ich das eigentlich jedes Mal so? Klingt komisch. Ja gut, wir sind in der Halle. Wir haben kurz vor neun. Verdammt früh für mich. Hab gerade hier mal ein bisschen warm gemacht drinne. Schön, angenehm. Das heißt, ich werde jetzt heute von hier schneiden. Ich habe meine Kopfhörer mitgebracht. Ich werde jetzt hier ein bisschen schneiden, gucken, dass in der Zeit die Spedition kommt, die kommen will. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß zu 99% von wem. Ja, unglaublich, was ihr da macht mit mir. Unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Ich bin ja mal gespannt, was das ist, ey. Und ich hoffe, er hat nicht wieder übertrieben. Ich hoffe, er hat nicht übertrieben. Unglaublich. Unglaublich, Leute. Na gut, und dann müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Vielleicht mache ich das beides so zwischendurch. Dann müssen wir gleich noch einen Opel Zafira machen. Das ist der wieder der von meiner Mutter, ihre Nachbarin. Die hat letztens einen Ruckelner gehabt. Dass der Wagen halt richtig schön gestaltet, keine Zündaussetzer richtig gemacht hat. Steht Öl in den Zylinderschächten, das habe ich letztes Mal schon sauber gemacht, neue Zündkerzen reingemacht und so weiter, aber das wird halt immer schlimmer, logischerweise. Habe ich neue Ventildeckeldichtung bestellt und das machen wir dann auch mal gleich rein. Gut, jetzt frühstücke ich erstmal, schneide das Video und dann geht's weiter, ne? Jo. Ey, wieso zwei Pakete? Ja, bei 10 Brötchen. Bist du des Wahnsinns? Ja, dann hättest du das auf jeden Fall den Kühlschrank packen sollen. Weil Mutter tut mich hier verwöhnen, Leute. Sag Hallo, Mutter. Hallo. Hallo. Bist du heute nicht so gesprächig? Die mögen dich, wenn du im Video bist. Hast du mitgekriegt, ne? Ja, ja. Ja? Du bist immer freundlich, räumst immer auf. Alles hier hin. Ja, das ist die Müllecke. Die Müllecke. Das ist die, damit du aufräumst. Ich hab das alles weggeräumt, du schmeißt es wieder dahin. Ja, ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Telefon. Jetzt gibt es Ärger. Schnell die Krümel wegmachen, damit man nicht sieht, dass wir lecker Mettbrötchen gegessen haben. Ne, Mutter? Habe ich es eben gesagt, dass du es mitgemacht hast? Weiß ich doch nicht. Oh, ein lecker Mett mitgebracht mit Brötchen, ey. Grauenhaft. Richtig gut. So, wir haben aber ein Fernpaket, eine Fernpalette gekriegt. Übrigens, Rainer, falls du das siehst, ich habe Mutter ein paar Cuttermesser abgegeben. Danke, Rainer. So, gehen wir mal gucken. Nimm ich auch extra ein Cuttermesser mit. Und dann machen wir das Paket auf. Oh, jetzt sind alle weg. Außer der schon wieder hier. Hallo. Ja, Opel habe ich gemacht, ist aber ja schwieriger. Wenn ihr sehen wollt, guckt bei Twitch vorbei. Wir sind jetzt ein bisschen gefahren damit und dann fing der wieder an zu ruckeln, Zündaussetzer zu machen und ja, ich denke, Zündspule ist kaputt. Ist halt jetzt die Frage, ob es jetzt wirklich ist, aber es ist halt eine... Ohne Fehlermeldung. Ohne, keine Fehler, genau, keine Fehlermeldung. Dann kommt mir etwas suspekt vor. Ja, ja. Kann auch Kabel oder sowas sein, aber ich habe nichts gefunden, was dem zusprechen würde. Selbst mit dem Kabel würde das Auto merken, wenn auf einem Port nicht gezündet würde. Genau, wollte ich gerade sagen, genau, genau. Naja, gut, aber ist alles gemacht. Ich hatte eben gesagt, dass meine Mutter Mettbrötchen mitgebracht hat, das war sehr lecker. Marc schleppt. Ja. Da ist ja über 30 Kilo, ne? Ein Hubwagen wäre nicht schlecht, ne? Ist nur 18 Kilo schwer davon. Ganz Spedition? Ja, keine Ahnung. So, ist da ein Auto drin? So 18 Kilo mit. Boah, ist ja so geil. Aber klingt metallisch. So. Bremsenreiniger. Stopp. Alter. Label ohne FT. Ich kann einen Bremsenreiniger. Und es ist Bremsenreiniger. Laber. Liter sind das? Ich
weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall 20 Liter? 120? 1120? Nein. Schüsschen drauf. Hier so ein kleines Typenschild. 20 Liter. Ja. 20 Liter Bremsenreiniger, Leute. Ich sehe nicht, von wem es ist, aber wenn das das ist, was der Matthias geschickt hat, Ehre. 20 Liter Bremsenreiniger, richtig awesome. Dann kommen die, machen die Pumpflasche noch wieder Sinn. Ja. Matthias hat ja auch die Pumpflasche geschickt. Und vielen Dank, ich habe ja auch Bremsenreiniger geholt. Also jetzt heißt es, die Dosen können wir noch so verwenden. Und den Rest nehmen wir halt hier. Ne? Richtig geil. Vielen, 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 vielen Dank. Egal, wer von euch was schickt. Das ist awesome. Oder, Christian? Mega gut. Bremsenreiniger kann man immer gebrauchen. Ganz, ganz nie genug von haben. Ja, und der Chat war auch mit dabei. So, wir nutzen heute den angefangenen Tag. Nutzen wir heute. Weil heute kann ich nicht lange. Weil wir morgen relativ lang hier sind. Wie im Schleifen. Wenn wir jetzt noch nach Horst noch mal gucken. Das, was wir eben gesagt haben. Ja, machen wir den jetzt hoch und dann versuchen wir das noch mal. Wenn der oben ist, ein bisschen einfacher ist tatsächlich. Hätte jetzt nicht sein gemusst, wir hätten das auch unten geschafft. Unser Plan ist jetzt hier drauf zu schweißen und dann mit ein bisschen Gewalt darin rumzuhämmern. Aber ihr werdet das sehen. Machen wir heute Horsey 2.0. Christian ist unser neuer Hauptschweißer. Der schweißt das jetzt zu für euch. Geht gut? Ah ja. Ja, was mehr. Okay. Du schlagen? Pass auf, Size. Ja, ne, ist ab, wieder ab. Hast du nicht richtig geschmeißt? Ja, lass mich mal schmeißen. Krass, nur der Schraubenkopf. Ja, du hast auch nur die ganze Zeit da getroffen. Ja, dann schreist du mal. Ich verstehe den hier unten immer noch nicht so. Da bist du komplett abgedriftet. Voll ausgerutscht. So, Ladies and Gentlemen. Machst du bitte an. 220. In den Pulli rein. So, guck mal an hier. Das ist doch schön. Na, da hast du mal eine Wurst da drauf. Könntest du aber einen Frostlöser drauf tun. Ja, kommt, kommt. Ja, komm. Frostlöser drauf, warte, 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 Frostlöser drauf. Guck mal, guck mal auf der Seite. Ja. Ach, gucken? Ja, hier. Ja. Dass der stehen bleibt. Ja. Stehen? Ja. Hier. Hier. Gerade. Unten. Ja, bin ich doch faul. Nein, das will ich. So. Achso. Hast du? Ja. Mach andersrum, dass nicht ausrutscht. Kommt der? Ja. Das lässt sich gut drehen jetzt. Also, wie ist das vorher?
Schön ist, dass wir das Loch da haben, was immer an einer anderen Stelle ist. So, jetzt kannst du wieder ein bisschen kloppen, wenn du willst. Auseinander? Ja, wieder kommt. Ja, da ist was. So. Jetzt wollen wir Flutschi. Ja, kommt. Echt, der kommt? Ja. Über die Kante drüber. Komm. Und Video! Jawollo! Was muss ich jetzt besorgen, Christian? Hier eine Schraube. Ja, guck dir das mal an. So wird das eigentlich gebaut. Da ist der Fettnäpfel, den wir eben gezeigt haben. Und das hier ist halt so passgenau jetzt. Nimm das mal, du kannst das ja jetzt relativ gut drehen. Es geht ja tatsächlich gut das, rein. Das war drin bombenfest und jetzt dreht sich das wie Flux. Und wir können halt sogar reinschlagen und wieder rausziehen. Ja. Wie vom Zauberhund. Ja, aber genau da sieht man, wo das Problem war, weil er hing ja so. Also das ist ja die Einbauposition. Genau, und dann das hier hat sich ja noch gedreht in sich. Ja, so, aber dann wollte er zurück und dann hat das alles blockiert, weil er sonst hier gegen gedrückt hätte, weißt du? Genau. Und jetzt, wenn es locker ist, dreht sich das 8-mal und dann ist die Bremse los. Genau, dann mach mal raus. Ja. Weil, guckt euch das mal an, wie verrostet der ist. Halt mal die Schraube. Guck mal, ihr seht genau die verrostete Stelle. Genau da ist das quasi halt dann festgegammelt. Und hier drin müsste eigentlich auch Fett sein, um das Ganze zu schmieren. Wenn der Rost jetzt weniger wäre, wäre die Schraube theoretisch auch kleiner. Ja. Also sie hat sich quasi ein bisschen aufgequillt durch den ganzen Rost. Das sieht man auch sehr stark. Und wenn die kleiner wäre, hätten wir übertrieben gesehen, so einen Effekt hier. Ja, so, dass da Luft wäre. Und der restliche Raum da drin wäre mit Fett gefüllt. Korrekt? So. Ziemlich krass gesehen, aber werkschaulich. Ja. Genau. Wie beim Turbolader im schwimmenden Öl. Richtig, genau. Genau. Also entweder besorgst du die Montag. Ich besorg die Montag. Oder ich besorg die Montag. Also theoretisch ein M14. M14, genau. Aber durch die Gewinde steigen so, genau. Ist sie nie genau M. Die Frage ist, habt ihr bei euch die auch ohne Gewinde am Anfang? Bei den längeren Schrauben, ja, dann hast du so viel kein Gewinde und dann kommt vorne nur ein Stück Gewinde. Ja, genau, sowas wird auch perfekt. Die Frage ist, wie viel Nichtgewinde brauchen wir denn? Das ist sowas von scheißegal, weil das ist nicht individuell. Die 100er Schraube hat den Platz, Punkt. Das ist einfach so. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Du hast jetzt ein Stück Gewinde, nicht ein Stück Nicht-Gewinde. Genau, zum Beispiel. Bei der hier. Genau. Die hier. Das ist eine 100er Schraube, sage ich jetzt einfach mal zum Beispiel. Genau. Die haben wir dann nur in der Länge nicht Gewinde und Gewinde. Ich kann jetzt nicht sagen, eine 100er Schraube mit so wenig nicht Gewinde und so haben wir nicht. Nein, das meine ich nicht, aber die muss ja mindestens ein Nicht-Gewinde haben. Das meinte ich. Ja. Okay, also wenn jetzt hier, sagen wir mal... Aber ich muss ja die Länge mitnehmen. Genau, wir brauchen ja dann, sagen wir mal zum Beispiel, brauchen wir jetzt die Länge und dann kann hinten ein Stück Gewinde kommen. So wäre das eigentlich schon fast gut. Das da? Ja, eine Theorie. Ja, und ab da das hier und dann ab da Gewinde. Ja. Also die ist eigentlich schon fast perfekt, das nur ist das Gewinde halt hier in dem Fall ein bisschen lang ist, aber das wäre in dem Fall total egal. Kann man schneiden. Genau. Also du weißt, also 100 mindestens Länge, 90 Bewegungsdings und den Rest kann ja. Oder halt 100, ist aber auch egal. Solange wir die auf beiden Seiten so fest kriegen, dass die nirgendwo raus kann, sollte das passen. Ja. Weil hier war ja nur ein Splint dran. Dann nehme ich eine Maschinenschraube, Sechskant. Ja. Und eine selbstsichere Mutter. Genau. Ja, gut, aber M14 habe ich nicht. Zwei Blätter. 12 hätte ich aber M12. Unterlegscheiben wäre vielleicht noch ganz geil. Oder soll ich die besorgen gehen? Ja, die Unterlegscheiben besorge ich und die Schraube du. Ja. Okay. Ja, das ist gut, dass man jemanden an der Hand hat, der in so einer Firma arbeitet, wo man das kaufen kann. Das ist ja genauso wie das Material für die Motorhalterung für den Bus. Hat ja auch Marcel besorgt. Ja, das war sogar, also ganz ehrlich, hätte ich das in Metall gekauft, Leute, das hat, ich weiß nicht, um die 100 Euro gekostet. Das also, war genau. Und hätte ich das in Stahl gekauft, hätte mich das genauso viel gekostet. Genauso viel. Und von daher wäre es scheißegal gewesen. So hat man schön Edelstahl, das rostet nicht. Alles ein bisschen chaotisch aktuell.
Und das mit Horst, die ist jetzt eine doofe Sache, aber ich meine, es ist nicht schlimm, wir brauchen den jetzt nicht so. Aber das Problem halt an einem Anhänger ist, das ist ein Nutzfahrzeug, also ein Nutztier in dem Fall. Das muss funktionieren. Deswegen hat das Priorität, dass das für mich funktioniert. Genauso für halt auch für Thomas. Jetzt müssen wir gucken, ob wir so ein Dings besorgt kriegen. Wenn nicht, wie gesagt, Christian guckt in der Firma, ob er das halt kaufen kann. Dann hole ich das halt bei denen. Ob das jetzt Edelstahl ist oder nicht, spielt halt vollkommen keine Rolle. Das ist scheißegal, das ist ein ganz normaler Bolzen. Und ich denke mal, dass das da auch so funktioniert, ob da jetzt hinter eine Schraube drauf ist oder nicht. Ist eigentlich total egal. Aber wir haben den Fehler gefunden, das ist die Hauptsache. Fehler finden, Hauptsache. Und wir haben es halt gelöst gekriegt. Und es ist rettbar. So, ich hoffe, man hat noch alles gehört. Die GoPro ist leer gegangen. Aktuell in dieser Winterzeit hier ist es so schlimm mit den Akkus. Ich kann nicht mal mehr eine halbe Stunde aufnehmen, ohne dass der Akku leer ist. Das ist richtig nervig, außer er ist halt 100% vollgeladen. Dann hält er vielleicht eine halbe Stunde oder so. Naja, gut. Ich hoffe, ihr habt alles mitgekriegt, was ich gesagt habe. Fehler gefunden, Hauptsache. Das ist der aktuelle Punkt. Ja, und ich habe ein neues Kamerasystem hier in der Halle getestet. Ja, funktioniert leider nicht so, wie ich das möchte. Das ist auch ein bisschen doof, aber was soll man machen? Ich sage danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen hier. Horsti, Fehler gefunden. Fehler wird behoben. Sehen wir am Montag dann quasi. Für euch dauert das ein paar Videos. Schon ein paar Tage. Ich glaube, um genau zu sein, 2 oder 3. 2, 3 Tage geht es dann damit weiter quasi. Morgen werden wir schleifen den Pickup. Da haben wir auch genug zu tun. Oh, freut euch darauf. Das wird auf jeden Fall ein schönes Timelapse-Video. Also definitiv. Weil viel zeigen kann ich euch da nicht. Da werde ich nur ein bisschen die Kameras rumstellen, ein bisschen Musik machen und so weiter. Dann werdet ihr ja sehen. Ich hoffe, wir schaffen den komplett zu schleifen. So dass er halt lackierfähig wäre. Und dann muss geprimert werden. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Gegebenenfalls wird sogar die Ladefläche abgebaut. Aber das werden wir dann sehen. Das werdet ihr dann morgen sehen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Also bis morgen. 10.30 Uhr. Nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Haut rein. Tschüss.